0 auf 100 ist der da durchgerusht mit Abonnenten, das war so heftig. Würde mich mal interessieren, wie weit das denn ist bei ihm. 862.000 Subscriber. Es ist super krass, ja. Der ist super steil gegangen mit Destiny, das ist heftig. Oh, da sind Moabs. Ich brauche ein bisschen mehr Damage. Moment. Ach, ihr seid so fett. Mach mal da. Mach mal U-Boote mal, würde ich sagen. Bisschen mehr Damage. Ne, Destiny habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe es mir bisher auch nie angeschaut. Ja. Kostet aber auch, ich glaube, das gibt es das überhaupt für Steam? Ich bin ja sowieso kein Konsolenspieler. Ich glaube, das gibt es nicht mehr auf Steam, oder? Ich glaube, das gibt es nur für Konsole, PS4 oder so. Destiny. Ja, deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Oder auch kein Interesse daran gezeigt. PS4, Xbox One, Microsoft. Naja, doch, gibt's für, aber Microsoft Windows halt 10. Gehe ich von aus. Das sind die zwei zumindest. So, machen wir ein Bäumchen mal. Ich bekomme bald einen Linux-PC, wo ich wahrscheinlich Blunt spielen kann, weil Linux einen Adapter für Android hat. Okay. Dann viel Spaß dabei. Was findest du in BTE 5 besser, Terror durch Technik oder Tempel? Terror durch Technik stylisch, aber den Tempel schadensmäßig. Und Terror durch Technik sieht einfach super geil aus. Ja? Die fetten Strahlen. Destiny 2 ist im Moment auch gehypt, weil ein neues DLC erschienen ist. Spiel das jetzt auch. Mach mal ein U-Boot auf 240. Weiß ich nicht. Ja, also ich habe eh keine Möglichkeit, Destiny zu spielen. Ja? Deswegen juckt es mich auch relativ wenig. Schon nice, dass er auf dem Wasser steht. Ja. Richtig, ne? Was soll ich machen? 240er? Was ist denn 240? Erstschlagfähigkeit. Top-Spionage. Meinetwegen. Zock mal wieder eine Runde BT5. Einfach der guten. Nee, ich hab's letztens mal wieder. Ich hab's mal wieder installiert gehabt, einfach um zu gucken, ob ich die zufällige Mission mache. Ich komme mit BT5 überhaupt nicht mehr klar. Das Game. Ich komme da nicht mehr klar mit. Das Game ist so ungewohnt, jetzt wo ich BT6 gespielt habe. Geht halt gar nicht. Ja, danke dir. Aaron hat den Link im Discord gepostet vor einer Dreiviertelstunde, dass ich streame. Hi, Toni. So, Erstschlagfähigkeit. Neues Bäumchen. Ne, warten wir noch mal. 30 Likes, 0 Dislikes. Vielen Dank dafür, Leute. Wir haben auf jeden Fall nicht so die Probleme mit den Tarmloons. Weil dieses U-Boot halt mega krass, die Tarmloons alle aufdeckt automatisch. Wow, gerade erst bemerkt, dass du ja schon fast 140 Folgen BT6 hast. In der Tat, ja. Die erste Mission von dem Livestream müsste sogar Folge 140 werden. Uff, alle rauflaufen in den Busch rein, Alter. So nice. So, nächster. Und der Busch ist voll. Oh. War das schon 3, ja? Witzig. So, dann haben wir die Erstschlagfähigkeit. Machen wir ein neues Bäumchen. Guckst du selber auf YouTube? Wenn ja, welchen YouTuber? Ne, ich gucke keine. Ich gucke höchstens Twitch-Streamer. Also wahrscheinlich auch YouTube-Streamer, aber ich finde Twitch einfach ein bisschen angenehmer vom Design her. Wobei ich bei YouTube auch jetzt nicht so auf die Streams geachtet habe. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Kannst du mal einen Superaffen bauen? Habe ich die letzten zwei Folgen, letzten zwei Parts gemacht. Hier passt der Superaffen irgendwo hin. Der ist zu fett. Aber wir könnten ihn nach vorne hinsetzen, wenn das scheiß Totem weg wäre. Ah, der hat eine mega krasse Hitbox bekommen im BTD6, ne?
Würdest du es feiern, wenn es Mastery für BT6 gehen wird? Auf gar keinen Fall, Alter. Ich habe aber das Gefühl, das wird kommen. Einfach mal so eine richtig krasse Herausforderung. Schön. Matschpfützen, Chimps, Mastery Mode. Da sehe ich mich, Leute. Da sehe ich mich. Das mache ich zum Frühstück. Hast du auch schon über 140 wegen den 1 von 3, 2 von 3 und so weiter? Ja, also 140 Folgen quasi, die halt gesplittet sind auf mehr. Ja, hast schon recht. Ich schreibe schnell den Teller rückwärts, bevor es alle tun. Hahaha. Nicht schlecht. Man kommt Korb. Keine Ahnung. I love Muffins. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe jeden Tag drauf. Aber Ninja Kiwi enttäuscht mich jeden Tag aufs Neue. Ich habe meine Erstschlagfähigkeit benutzt, just for fun. Ne, Logo, Alter. Matschpfützen, Chimps, Mastery Mode. Das ist doch kein Thema, oder? Am besten halbes Geld wird automatisch mit Mastery Modus aktiviert. Chimps, halbes Geld und dann alle Bloons eine Stufe höher. Warum nicht? Wo ist denn das Problem? So, ich hätte jetzt ganz gerne Erstschlagfähigkeit. Findest du Matschpfützen oder Autsch schlimmer? Matschpfützen, definitiv. Autsch ist lächerlich. Autsch ist wirklich ein super easy Map im Vergleich zu Matschpfützen. Sage ich jetzt so mit meiner laienhaften Meinung, wobei ich jede Map, glaube ich, schon auf leicht gespielt habe. Jetzt, weil ich das mit dem Likes gesagt habe, plötzlich 36 Likes, ein Dislike. Wegen dir habe ich ein Dislike, du bist schuld. Du bist schuld, dass ich ein Dislike bekommen habe. Präventivschlag. Du wirst automatisch den Mobkiller-Effekt aus, wenn Bloons der Mobklasse am Bloon-Eingang erscheinen. Dauerhaft, ja? Wäre witzig. Gesundheit? Ich habe nicht genießt. Jetzt schon 3 Dislikes. Naja, vielen Dank, Leute. Ich kann eure Unterstützung verstehen. Finde ich super toll. Duff, einmal den Mob, den BFP gekillt. Alter. Komplett durchgerusht, die Gegner. Ein bisschen das Feld hier abdecken. Damit wir überall hinschießen können mit Top-Spionage. Hast du schon mal den Rochen oben im Wasser angeklickt? Dann kannst du auch so Land kaufen. Was? Träume ich nicht. Kann ich gar nicht. Ich habe gerade angeklickt, aber passiert nichts. Ahoi Leute, ahoi AFK Games. Nein, Schönheit, gesund bist du ja. Ach, und ich bin. Willst du noch sagen, ich bin nicht schön? Das ist jetzt aber. Ist ja aber Mobbing von dir. Hab ich hier überhaupt verloren? Nee, ne? Ich hab hier nicht ein Continue benutzt. Mega nice, hab nur eine Mobmine benutzt auf Runde 40. Ansonsten alles easy going. Ja, das U-Boot hat gerissen, ne? Alter, er hat fast 30.000 Popcorns. Übel. Owens Level 40. 14. 15. Halt, stopp, 2 Dislikes. Tja, Leute, die muss er wegkriegen irgendwie. Irgendwie muss er die wegmachen. Seht zu, wer es hinbekommt. Findest du Runde 63 in Normal oder Alternative Blue Runde schlimmer? Ich finde Normal ist die schwerer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was in Alternative Blue Runde da kommt. Aber ich habe auch das Gefühl, Normal ist die schlimmer. Kann man irgendwie die Nachrichten des Nightbot ausschalten? Ich könnte es deaktivieren, aber möchte ich nicht. Das ist schon okay so.
Boah, du machst mal Profit, du hast mal Profit gemacht, ja, mega nice. So, nächste Runde kommt hier ein schöner Erdschlagfähigkeit. Duff, zerstört. Stream hört erst bei 0 Dislikes auf gar keinen Fall, Alter. Der Stream geht erstmal 0 Dislikes weiter, machen wir mal so. Ich kenne niemanden außer Gong, der so viele Videos gemacht hat. Ja, das wird nicht gewürdigt, finde ich auch ein bisschen doof. Ich war nämlich der allererste deutsche YouTuber, der 10.000 Videos gebracht hat. Na? Also richtige Videos, nicht so 2-Sekunden-Videos. Ich habe 44 Dollar gemacht, nice. Gronkh hat nämlich Ewigkeiten später erst nach mir die 10.000 Videos geknackt. Ich habe die viel früher gehabt.